Herzlich willkommen zur zweiten Folge hier auf Thüringen. Wir machen jetzt weiter mit kaufen jetzt Heu. Vom Händler. Können wir gleich bestellen, ne? Ein paar Ballen. Haben wir uns verdient. Dazu holen wir mal den anderen Anhänger. Wie gesagt, den Outroad-Anhänger. Es ist dunkel, ich weiß. Wegen er hat man ja nicht viel eingebracht. War ja fast enttäuschend. Entschuldigung. Wenn es Katz an Katz hat, ne? Aber die Klappen nicht hochgemacht. Nicht zu hoch machen, geht besser. So, guck mal hoch, ne? Machen wir das auch zu. Der passt. Da, ja. So, wir fahren mal los und dann geht man Düse mal los hier und dann, ne? Ups. Oh, ein paar Ballen. Ich brauche nicht mehr Heu als egal, das ist ein Problem dabei. Sammelt eh jetzt ein. Na ja, gut. Solange ich mal fertig werde, dann geht's ja, ne? Wir brauchen immer Heu. Futtermischproduktion funktioniert nur, wenn wir auch Heu haben. Ja, Fernweg ist nicht doll, ne? Da können wir ein bisschen raten, ne? Die Straße ein bisschen geradeaus geht. Nur recht wenige Kurven. Der heute könnte vielleicht die Soja reif werden. Mal, mal sehen. Ist auch nicht gesagt, was ist. Wäre sogar aktuell sehr trocken dafür, würde man sogar funktionieren. Aber Soja brauche ich ja nicht viel Aufmerksamkeit, da geht dann viel mehr. Da können wir noch Getreide auspflanzen, ne? Also da könnte man theoretisch Mais bringen. Weit fahren. Den Preis zu sehen, wo wir jetzt gerade kriegen. Ja, toll. Wo wir haben noch nicht viel eingefahren, muss ich sagen. Und dann muss ich jetzt den ganzen Tag eine Folge nur Silage fahren. Wir müssen einen zweiten Anhänger haben, der immer zwischendurch nebenbei voll läuft. Aber wir müssen mal sehen, dass wir mal die Links voll kriegen, die Futterbeschanlage, dass wir entsprechend da Futter vorhanden ist. Und die Kühe brauchen jeden Tag ihre Menge. Also das ist ja schon. Aber verfressen die Tiere, ne? Aber das ist halt so. Das muss man halt mal dafür sorgen, ne? Deswegen haben wir eine Fabrik dafür, ne? Die ist automatisch mischt. So gibt es auch in echt, in Anführungszeichen, Mischablage, aber nicht aus Fabrik, sondern die Bauern haben das Prinzip, wenn sie mehrere Kühe haben, die haben so diese Prinzip dann entsprechend. So, wir müssen mal schauen, ob wir diese Ballen kriegen. Das heißt, wo werden die geliefert? Halt da nicht. Wo bin ich? Wo bin ich? Da bin ich. Ich schau mal hierher, da ist das Gewicht. Jetzt gehen wir kurz zum Händler rein und Paletten, Ballen, Weizenstroh, Quaderballen, Heu. Wir können auch Quaderballen nehmen. Im Grunde ist es gleich 4000, das ist im Grunde egal. Das ist völlig nebensächlich und kostet auch gleich. Nehmen wir Quaderballen, 8 Stück, kaufen wir mal. Ne? Okay, zurück und wieder zurück.
So, die stehen da. Das heißt, da, wenn wir unseren LKW hinstellen und auf Aufladen drücken. Also U. Deswegen liebe ich Dunkelfahren so überhaupt nicht. Also, jetzt ist ja. Wo ist er? Frei. Wird knapp. Das ist ein Baum. Deswegen. Beim Auto sieht man schon wenig, aber hier ist man noch weniger, ne? Ja gut, heute kann man ja alles mit Kameras machen und so, das ist ja alles kein Thema. Machen wir den Deckel auf, da können wir ein bisschen mehr sehen. Schauen wir die Fernfahrer, dann fahren die quer durch Deutschland, quer durch die Welt, kann man sagen. Wahnsinn, was die da sich auf sich nehmen. Ne? Ich sehe es ja mal, habe ja früher gependelt und dann haben wir gesehen, wenn die besonders zum Wochenende irgendwo einen Parkplatz zu Hause. Ne? Ah, ey. Das sind keine Zustände. So. Ausschalten und was umstellen auf. Quaderballen. Guck, hier sind 1,80 Meter runde Ballen. Das sind die großen. So, das ist günstig. Jetzt können wir drücken auf Kaufen. Entschuldigung. So. Wir müssen natürlich gleich 8 nehmen, ne? Einzeln bringt ja nichts, ne? Ich habe noch nicht mitgezählt. Gut, wir sind voll. Das passt. 39 gehen drauf. Na ja, gut. Ist halt so, ne? Oh, jetzt, dass die Wolken ziehen, ne? Meldet ja wieder Regen, ne? Kurz gucken, ist das nur reif? Dann können wir im Hellen gleich beginnen mit der Sojaernte. So. Wachstum. Das ist hier die 41, ne, die 42. Dann muss die auch noch gepflügt werden. Ist noch ein Wachstum. Dann ist das gut. Dann haben wir keinen Stress. Aber gut, Stress haben wir sowieso nicht. Dann können wir uns mal alle Ruhe die ins Futter kümmern, ne? Oh. Wieso hat er jetzt nicht auf. Ah, Schuppen kann er bestimmt gespeichert oder so. Wir müssen 4 aufladen. Wenn man denkt, es geht schnell, dann geht nicht schnell, ne? Einer noch. Ich meine, die schmeißen nicht per Hand drauf, wenn man dazu sagen, ne? Früher die ganz kleinen, die hast du ja per Hand irgendwo raufgeworfen und so. Aber die größeren da brauchst schon, die sind so stark gepresst, das ist ja auch. Wo
Obwohl die LPG hat für sich an sich den Stoff lose genommen. Aber wir nehmen Ball, ne? Ja, die hatten extra so ein Gebläse. Dann haben wir Stroh entsprechend auf Miete, nach Miete gemacht, lose halt. Ne? Also eine Strommiete stapeln und packen mit kleinen Ballen. Aber das wäre sehr intensiv. So, es wird hell langsam, ne? In Thüringen. Ne? Aber nur langsam. Brille rutscht. Schwarz. Sehe ich gar nicht mehr. Ah, um die Kreuzung kommt. Da sind wir. Naja, die Zuführungsstraße. Nur alle Ballen da. Jo. Der Wahnsinn. Überhaupt nicht hell. Also ist halt ein Herbst, ne? Wenn dunkel bleibt, ne? Ja, die Jahreszeit ist halt furchtbar. Jetzt im Winter ist auch wieder dunkel draußen noch nicht. Ne? Aber jetzt wird aber wieder langsam heller. Ist ja nicht mehr lange, ist ja vorbei, der Winter. Na, Mitte Januar. Fast heute, ein paar Tage fehlen noch, aber 6 Wochen weiter ist schon was anderes und richtig hell. Und 4 Wochen noch, dann ist die größte Kältegefahr vorbei. Da kann zwar noch mal kalt werden, aber muss man weiß nicht. Es wird hell, ja. Langsam hell. Ich will mal kurz gucken. Einlieferung. Heu bitte, ja. So, den zweiten. Dann werden wir den LKW gleich nehmen und zur Silage fahren. Dann gucken wir gleich, wie viel wir jetzt drin haben. Und Stroh. Stroh, 30.000. Wenn wir noch 2 fahren, haben wir 54.000. Dann müsste was voll sein. Wenn wir so machen. Hier müssen ja noch Stroh. Das muss ja verarbeitet werden, ne? Sonst ist irgendwann ja das Fell, das Feld immer noch Stroh drauf und das Lager ist voll. Schlecht. Ja, schon wieder gut gefüllt. So, liebe Schauer, das soll es für heute gewesen sein. Ich danke euch fürs Reinschauen und sage mal Tschüss und winke winke. Ciao, ciao. Ja, morgen geht's weiter, beziehungsweise heute Abend eine zweite Folge.
Weiß nicht genau, muss ich mal erzählen, aber zu weit. Tschüss.